Und als ich damals zu Mike kam mit 16, hatte ich halt gesagt, Mike, ich möchte jetzt anfangen, Steroide zu nehmen. Wie zum Teufel kommst du darauf? Also wie bist du mit 16 darauf gekommen, zu sagen, ich will direkt on gehen? Es ist ja schon, du kannst schon ehrlich sagen, du bist vielleicht auch ein bisschen geinfluenced worden durch die Leute, die auf YouTube über Stoff reden. Oder woher kam das? Und ja, auf der GNBF sind natürlich auch viele gute Athleten, aber irgendwie mag ich den Gedanken, dass die nicht natural sind, lieber. Kepasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute ein kleiner Talk. Steroide bei Jugendlichen. Oder wir stellen euch mal meinen Wettkampfathleten Benedikt vor. Let's go. Ganz wichtiger Disclaimer für alle, die mich vielleicht das allererste Mal sehen, nicht wissen, was ich tue oder sich überhaupt bisher gar nicht mit der Steroidmaterie auseinandergesetzt haben und kein Gefühl dafür haben, worüber wir hier gerade sprechen. Erstens, Steroide sind potenziell gefährlich und ein unsachgemäßer Gebrauch. Das heißt wirklich der Missbrauch, ohne zu wissen, was sie im Körper anrichten kann, vor allem ohne gesundheitliche Kontrolle, extreme Nachwirkungen auf deine Gesundheit haben. Das sollte dir bitte bewusst sein. Zweitens möchte ich sagen, dass ich keine Art von Steroidkonsum gutheiße, die ich nicht selbst betreuen kann und bei der ich nicht selbst sicherstellen kann, dass der Athlet eine emotionale Reife besitzt und eine gesundheitliche Reife. Das heißt, er muss komplett gesund und belastbar sein und seine Gesundheit wird von mir regelmäßig über Blutbilder kontrolliert, die ich selbst veranlasse und auswähle, so wie eben auch zum Beispiel EKGs und so weiter. Das nächste ist, ich bin nie und nimmer als Coach an der Beschaffung oder an irgendetwas Ähnlichem von Steroiden beteiligt. Das möchte ich nicht. Jemand, der so in der Öffentlichkeit steht wie ich und so offen über dieses Thema aufklärt, der wäre dumm, wenn er gleichzeitig auch eine Quelle für Steroide wäre. Ich werde das tatsächlich immer wieder gefragt. Ich werde das auch wirklich immer wieder in Nachrichten gefragt, ey, kannst du mir Steroide besorgen? Oder Leute, die zu mir ins Coaching kommen, kommen teilweise nur deshalb. Das ist ein Interessenskonflikt. Ein Coach kann nicht dein Dealer sein. Ein Coach will ein guter Coach, ja. Der will, dass du so wenig wie möglich nimmst. Ein Dealer will dir so viel wie möglich verkaufen. Für mich funktioniert das so nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Was ich tue, ist, ich kann beratend zur Seite stehen. Mir ist die Biochemie sehr, sehr gut bewusst. Ich weiß, was im Körper passiert. Ich weiß, welche Steroide welche Auswirkungen haben. Alles, was es an Evidenz dazu gibt, kenne ich und ich habe Erfahrung mit hunderten Athleten damit und mit hunderten Blutbildern. Ich kann also sehr gut abschätzen, was da passiert und deswegen kann ich beratend zur Seite stehen und eben die Gesundheit kontrollieren. Mehr mache ich dahingehend nicht und genau das ist auch das, was ein guter Coach tun sollte, wenn es denn dazu kommt, dass ein Athlet Steroide nehmen möchte. Das heißt, wenn ihr dieses Video jetzt seht, macht euch bitte bewusst, dass ich weder damit irgendetwas zu tun haben will, noch dass ich wirklich gut heißen kann, dass ein Jugendlicher Steroide nimmt. Hier geht es um einen Sonderfall. Ich erzähle euch die Geschichte. Also hört bitte ganz genau zu und lasst euch ab jetzt gerne unterhalten. Bis dann. Reißerisch habe ich hier jetzt schon in der Begrüßung angefangen, so wie auch im Titel. Und bevor hier gleich alle Sturm laufen und ausrasten, es ist kein Clickbait, aber es ist auch nicht so schlimm, wie ihr glaubt. So, ganz wichtig. Das ist der gute Benedikt. Du stellst dich am besten mal ganz kurz Ja. vor. Ja, also ich bin Benedikt, ich bin 18 Jahre alt und bei Mike im Coaching bin ich seit ich 16 bin. Und als ich damals zu Mike kam mit 16, hatte ich halt gesagt, Mike, ich möchte jetzt anfangen, Steroide zu nehmen. Richtig, das war. Ja, so ging es eigentlich direkt los. Ne? Ja. Also, das heißt, man muss dazu Folgendes sagen. Wir erzählen euch jetzt quasi Benedikts Geschichte. Und vorab kann ich eine Sache sagen. Nein, er ist nicht auf Steroiden. Ich möchte in diesem Video ein bisschen darüber sprechen, wie man jemanden oder wie man den Zwiespalt löst, dass man jemanden, der zum Beispiel damit argumentiert, dass er Profi werden möchte, dass er ins dicke Bodybuilding einsteigen möchte, ins Schwergewichtsbodybuilding, wie man jemanden dann davon abhält, schon mit 16 on zu gehen, weil natürlich seine Argumente immer mal wieder, ich sag's mal, verhältnismäßig flüssig waren. Und das war dann etwas, wo man wirklich immer so einen Spagat machen musste. Und hierzu fangen wir einfach nochmal ganz von vorne an. Mit 16 bist du zu mir gekommen. Weißt du noch, was du da gewogen hast? Ich müsste jetzt nachgucken, das erste Abnehmen. Ich habe da so 64 Kilo gewogen. Genau. Und er kam gleich zu mir und hat gesagt, mein Traum ist es halt, Schwergewichtsbodybuilder zu werden. Ich möchte mal wirklich auf die große Bühne. Und du bist halt ein sehr großer und du bist 64 Kilo schwer gewesen. Als du auf mich zugelaufen bist du wirklich so dünn gewesen. Wirklich Ja. ungefähr so dünn. Es war krass. Und dann kommt jemand wirklich, der so unglaublich dünn und so unglaublich groß ist und mit so einem Ziel. Und das Erste, was einem da halt einfällt, okay,
er könnte jetzt zumindest schon von Anfang an ein schwerer Bursche sein, stämmig sein oder sowas, dann könnte man sagen, da liegt das Ganze schon mal so in der Genetik. Das war halt nicht der Fall. Und klar, war mein erster Einwand war natürlich, wir müssen aufbauen, wir müssen Muskeln aufbauen, wir müssen natural so viel aufbauen, wie es geht. Und dann hat er halt gleich gesagt, ich will aber eigentlich Stoff nehmen. Mhm. Ich möchte unbedingt auf die große Bühne. Und kannst du dir mal so, fallen dir noch ein, zwei Argumente ein, die du da damals hattest? Ja, also auf jeden Fall, als ich da dann gesagt hatte, dass ich Steroide nehmen will, jetzt auch schon mit 16, hat halt Mike mir erklärt, dass wenn man keine Muskeln hat, wenn man anfängt, Steroide zu nehmen, dass dann man eigentlich weniger gut darauf reagiert auf den Stoff, als wenn man schon viele Muskeln hat. Und damit konnte mich Mike halt dann relativ gut überreden, weil mir ging es schon immer mehr so um das langfristige Ziel, weil ich langfristig Schwergewichtsbodybuilder werden wollte. Aber trotzdem waren halt meine Argumente mal so, ich habe natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 16 statt mit 18 anfange, Steroide zu nehmen, dann habe ich ja 2 Jahre länger auf Stoff, die ja, in denen man ja eigentlich mehr Progress macht, als wenn man jetzt keinen Stoff nimmt. Mhm. Und das war eigentlich so immer mein Hauptargument, dass halt man sozusagen nochmal 2 Jahre länger hat auf Stoff. Das war dein Hauptargument, ja, richtig. Benedikt ist genau das, was hier draufsteht. Er ist eine Stoffifee. Und er hat tatsächlich direkt natürlich erstmal gesagt, guck mal, wenn ich jetzt schon anfange, ist ja sowieso fraglich, ob man das überhaupt werden kann. Ich muss so früh wie möglich anfangen, muss so viel wie möglich Muskeln aufbauen. Ist natürlich einerseits ein Argument, das schwer zu widerlegen ist, wo ich natürlich gesagt habe, er hat im Endeffekt recht. Aber man sollte trotzdem ein gewisses Maß an Muskulatur mitbringen. Und zu dem Zeitpunkt musste man einfach sagen, er hatte gerade erst angefangen zu trainieren und er hatte wirklich eigentlich noch keine vorzeigbare Muskulatur. Und da habe ich ihn zumindest dahingehend dann vertrösten können, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir Muskeln aufbauen. Mindestens 1 Jahr Aufbau. Und wenn du 18 bist, reden wir nochmal darüber. Das war immer so ein bisschen das, worauf wir uns geeinigt hatten. Zwischendurch kam er mal so mit wilden Sachen. Einmal kam er so mit, ich bin doch viel zu groß. Ja, stimmt, das war auch einer meiner Argumente, dass wir schon mit 16 anfangen sollten. Und zwar, weil dadurch, dass man ja Steroide nimmt, stellt sich ja das Längenwachstum ein. Und ich dachte mir, ja cool, dann nehmen wir das als Vorteil, weil ich ja für ein Schwergewichtsbodybuilder schon grenzwertig groß bin, da ich jetzt nicht noch größer werde. Das war tatsächlich sein Argument. Er hat gesagt, also wir müssen jetzt Steroide nehmen, weil sonst werde ich zu groß. Das heißt, um mein Wachstum jetzt schon zu unterbrechen, müssen wir anfangen, Stoff zu nehmen. Also wirklich, mit solchen Sachen kam der mir, das ist schon krass. Mhm. Er hat da zu Hause gesessen, hat sich richtig Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt auf Stoff gehen? Ja, ich habe mir immer so eine Liste geschrieben. Komm, jetzt müssen wir ihn mal überzeugen. Also das sieht man. Jetzt aber mal, ich weiß es nicht, ich muss auch mal so ein bisschen Kritik an mir selbst üben dann wahrscheinlich. Wie zum Teufel kommst du darauf? Also wie bist du mit 16 darauf gekommen zu sagen, ich will direkt on gehen? Es ist ja schon, du kannst schon ehrlich sagen, du bist vielleicht auch ein bisschen geinfluenced worden durch die Leute, die auf YouTube über Stoff reden. Oder woher kam das? Also schon bevor ich so dich und Max und so alle verfolgt habe, wusste ich halt so, ja, so jemand wie Markus Rühl, der ist auf Steroiden und ich will halt so aussehen wie der, deshalb muss ich Steroide nehmen, weißt du? Das war also, um mit 16 das zu erreichen. Ja, das war mir auch schon mit 16 klar. Und deshalb wollte ich das machen. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie ungesund und so das ist. Also ja. Ich hielt es für viel schlimmer, als es ist. Ich dachte, wenn man Steroide nimmt, dann fällt man mit 30 direkt tot um. Das ist ja, was die meisten dir erzählen. Ja, das denken die meisten. Aber ich dachte mir trotzdem, ja, das nehme ich halt im Kauf. Nehme ich trotzdem. Ja, mache ich trotzdem. Scheiße. Alter. Aber dann habe ich halt jetzt so die letzten 2 Jahre so gefühlt jedes Video von dir, Max und so über Steroide geguckt. Ja. Und jetzt weiß ich, okay, so ungesund ist das Ganze jetzt doch nicht. Gerade jetzt am Anfang, wo wir nur mit ein bisschen Testo und ein bisschen Wachs anfangen wollen. Da werde ich deshalb jetzt nicht tot umfallen. Ich denke, auch meiner Meinung nach wird es jetzt meine Gesundheit nicht wirklich negativ beeinflussen am Anfang. Natürlich mit der Zeit nimmt man dann noch andere Sachen, die dann irgendwann natürlich ganz schön auf die Gesundheit gehen werden. Man muss schon sagen, da wo du hin willst, Schwergewichtsbodybuilding, da ist es schon ein Pokern mit der Gesundheit. Ja. Das stimmt schon. Aber also, im späteren Verlauf, weißt du, genau. Jetzt noch nicht, wenn man anfängt mit so ein bisschen, dann kann, also wenn jetzt Leute sagen, boah, der ruiniert jetzt schon mit 18 seine Gesundheit. Das ist halt so nicht, weil was wir jetzt erstmal machen, ist ja jetzt noch nicht wirklich ungesund. Ja, das besonders, also, weil wir es richtig machen. Genau, also Benedikt guckt sich da schon sehr viel an, das stimmt. Er fragt mich auch immer bei den Personal Trainings alles Mögliche über die Videos, bezieht es dann auch immer auf sich. Ja, du hast ja neulich gesagt, ein bisschen Wachs ist nicht ungesund. Ja, stimmt, habe ich gesagt. Kann ich es dann auch nehmen? Genau so war es. So ungefähr läuft das dann immer. Ne? Deswegen, es ist Tatsache, da merkt man schon, wie geinfluenced oder wie viel Einfluss man haben kann, das mich dann auch teilweise stutzig gemacht hat. Aber auf der anderen Seite merke ich halt, erstens, dass du auch, finde ich, sofern man das sagen kann, ein sehr gesundes Bewusstsein dafür entwickelt hast,
was ist. Du kennst eigentlich schon fast alles irgendwie auswendig, kennst alle Stoff-1x1, kennst die Nebenwirkungen. Und man muss halt sagen, du weißt, worauf du dich einlässt und der Gedanke reift seit 2 Jahren in dir. Mhm. Und für mich war halt Folgendes wichtig. Es ist natürlich schwer, jemandem zu sagen, ich nehme dir diese 2 Jahre jetzt weg, die du schon Vorsprung haben könntest. Aber wie bekommt man jemanden dann quasi, das doch nicht zu machen? Für mich persönlich ist es eine logische Argumentation, die ihm sogar einen Vorteil bringt. Steroide zu nehmen, wenn du schon ein gewisses Maß an Muskulatur hast und vor allem, wenn du furztrocken bist in der Muskulatur, ist mit der anabolste Start, den du haben kannst. Wenn du ohne Muskeln mit 16 zum Beispiel anfängst, Steroide zu nehmen, wirst du natürlich schneller wachsen als alle anderen in deinem Alter. Aber das ist ja etwas, das du wahrscheinlich sowieso erreicht hättest. Ich meine, jeder, der mal angefangen hat mit dem Training, der wird sich erinnern, so mit 16 Jahren oder so, du frisst einfach und du wächst. Also es passiert wirklich sehr, sehr viel. Und dann habe ich ihn halt darauf vertröstet, dass das bei ihm genauso der Fall sein wird. Zunächst mal muss man sagen, Benedikt war erstmal ein schwerer Kandidat. Mhm. Die Kalorien sind progressiv nach oben gegangen, erstmal bis in die 3000. Und sein Körper hat nicht reagiert. Er hat wirklich nicht reagiert. Wir haben das auch immer sehr lang stehen lassen, wochenlang, teilweise monatelang. Und dann habe ich erst wieder reagiert. Mit der Zeit tat sich dann ein bisschen was, so gegen 3,4, 3,5 ging das los, dass das Gewicht ein bisschen nach oben ging. Er hat manchmal so ein bisschen Pausbäckchen dann plötzlich gehabt, das war okay. Und deswegen, vielleicht merkt ihr es, er sieht ja jetzt sehr schmal aus, das werden viele gleich sagen, das hat alles einen Grund. Mit der Zeit, das waren so bei knapp 4000 Kalorien, ging das los? Also ja, ab 4000 kam dann echt richtig guter Progress. Genau, bei 4000 habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn du kamst, bist du ein bisschen mehr geworden. Als hätte dein Körper wirklich, irgendwann ist das fast zum Überlaufen gekommen und ab dem Moment mussten wir auch fast nichts mehr ändern und du hast wöchentlich sowohl Gewichts- als auch muskuläre Fortschritte gemacht. Mhm. In der gleichen Zeit, das ist immer etwas, das kostet mich sehr viel Arbeit, deswegen bin ich auch immer sehr, sehr glücklich, wenn Leute dann wie er auch lange bei mir bleiben. Weil ich habe bei Benedikt in der ganzen Zeit, in dem ganzen Jahr auch fast nichts anderes gemacht, als extreme Überzeugungsarbeit geleistet, um ihn von diesem Schwer und Falsch wegzubringen. Ne? Also wie ja. Du am Anfang wollte er wirklich auch, also er ist ein sehr großer Markus Rühl-Fan. Ja. Und du hast am Anfang auch ganz genau wie Markus Rühl trainiert. Ja, das hat mich unfassbar erschreckt. Ne, also erschrocken. Also das war ganz, ganz krass, als ich gesehen habe, wie du trainiert hast, dachte ich, in dem Alter und wie der das macht und alles. Und es war mitunter extrem schwierig, zu dir durchzudringen, weil du immer wieder versucht hast zu argumentieren, ja, aber so wird ja doch mehr Reiz ausgelöst, aber so ist ja doch, aber so ist ja... Es war quasi zwischen jedem Satz kam irgendeine Frage, die ich dann irgendwie blocken musste. Mhm. Ne? Das war schon ziemlich krass, aber auch da, also ich... Diese Reife, du hast in 2 Jahren gerade so eine krasse Entwicklung gemacht. Er hat jetzt plötzlich, also 1,5 oder fast 2 sind es jetzt. 1 Jahr und 7 Monate, genau. Genau. Und in diesem einen Jahr, wir bleiben mal bei einem Jahr, hat er dann, während wir das alles gemacht haben, hat er fast 30 Kilogramm zugenommen. Das ist schon Wahnsinn. Klar war da auch Körperfett dabei. Ja, aber es war echt ein enormer Progress. Ja, du warst plötzlich muskulär richtig da und es ist gleichzeitig damit gekommen, also vorher, es ist quasi nichts passiert, als du noch so trainiert hast. Und je mehr wir dein Training so in die richtige Richtung gelenkt haben, desto mehr hat man gemerkt, da kommt was, da kommt was, ja. Da kommt was. Und mit der Zeit kamst du so ins Training, guckst dir Benedikt an, wie er seine Sätze macht und merkst wirklich, der Typ, der macht sich selbst jetzt Gedanken. Der guckt selbst, wie setze ich mich hin, wie ziehe ich runter, wie ziehe ich meine Brust hoch, ich will stabil bleiben. Du merkst wirklich, der hat es begriffen. So, ne? Und gleichzeitig damit ist er halt wirklich explodiert. Und so hatten wir am Ende... Wie viel Kilo hast du gewogen? 93? 95. 95, Alter. Das ist schon Wahnsinn. Ne? 95 Kilo dann nach einem Jahr. So, und dann bin ich langsam in Bedrängnis geraten. Mhm. Benedikts 18. Geburtstag kam immer näher. Ja. In jedem Personal Training habe ich mich um Fragen herumwinden müssen, habe ich mich rausreden müssen. Und im Endeffekt, ich habe dir ja nie versprochen, dass wir mit 18 anfangen. Ja, ja. Du hattest immer gesagt, wir müssen halt schauen, wie ich dann aussehe, denn wenn ich dann immer noch ein Strich auf der Landschaft bin, dann können wir halt mit 18 auch noch nicht on gehen. Genau, zumindest ja. Man muss halt sagen, weil Leute auch immer gerne dieses Wort in den Mund nehmen, naturales Limit, wenn es sowas überhaupt gibt, weil du wirst immer weiter Muskeln aufbauen, aber irgendwann wird es halt sehr langsam. Ne? Und das sind dann gefühlt keine Fortschritte mehr. Also da sind wir natürlich noch lange nicht. Ja, da bin ich safe nicht. Genau, aber unter Berücksichtigung dessen, was du halt vorhast und wenn man bedenkt, welche persönliche Wandlung auch in Bezug auf Training und Ernährung du in der kurzen Zeit gemacht hast, habe ich mich dann auch entschlossen, Benedikt einfach mal zu fragen, ob er denn mitkommen will, sich mal solche Wettkämpfe angucken möchte. Ne? Hat er Bock drauf gehabt und im Endeffekt ist er quasi eine der größten Stützen für mich geworden mit Anni.
Also okay. ihr habt wirklich brutal, ihr habt das Ding gerettet. Wir haben die Athleten so gut umsorgen können. Benedikt hat Öl gemacht, hat bei Farbe geholfen, hat immer geguckt, dass es allen gut geht, wollte selbst kaum Pause machen. Den musste man zwingen, dass er sich mal wohin setzt und isst. Und er hat das halt gelebt. Man hat in dem Moment auch gemerkt, Benedikt will dahin. So, ne? Du willst das, du liebst das, du hast Leidenschaft dafür. Und witzigerweise habe ich ihn dann auch mal gefragt, nach 2 Wettkämpfen, ob er denn auch mit auf den GNBF-Wettkampf kommen möchte. Was war deine Antwort? Nein. Genau, also er wollte nicht. Und was war deine Begründung? Ich mag einfach Natural-Bodybuilding nicht. Er hat dann zu mir wirklich gesagt, ich möchte nur das richtige Bodybuilding sehen. Ja, das war schon hart. Ne? Und aber nach den 2 Wettkämpfen hat er halt gemerkt, so das Team mag ihn, er mag das Team. Und da habe ich nochmal so gesagt, jetzt mal ohne Spaß, glaubst du nicht, die würden sich nicht freuen, wenn du dabei wärst? Ja, und dann bin ich halt fürs Team mitgekommen. Genau. Und ja, auf der GNBF sind natürlich auch viele gute Athleten, aber irgendwie mag ich den Gedanken, dass die nicht natural sind, lieber. Genau. Und das heißt, Benedikt, was ich halt krass fand, in dem Moment hast du schon dich ein bisschen umgeguckt, hast gesehen, Alter, die sehen krass aus. Und danach kam halt wirklich nochmal, als das alles durch war, er ist in der Zeit dann auch irgendwann 18 geworden. Und dann habe ich ihm gesagt, wir machen, das ist der Kompromiss. Du hast jetzt 30 Kilo zugenommen, wir machen mit 18 noch eine Diät. Mhm. Und wenn du extrem low im KFA bist, extrem low, dann können wir im Rebound on gehen. Ja, das war der Plan. Das machen wir jetzt auch. Genau. Und da sind wir jetzt angekommen. Das heißt, du bist 18 Jahre alt. Bis du dann anfängst, bist du zumindest 18,5. Ja, ja, nicht, ne? Ganz, aber November. Ja, nicht ganz. Also, ne? Ah, okay. Bist du zumindest fast 18,5. Und im Anfang der Diät habe ich ihm erstmal so ein bisschen den Gedanken mitgegeben, ob er nicht auf die GNBF-Bühne gehen will. Dann hat er mich ausgelacht. Ne? Ja. Er hat einfach losgelacht. Und dann hat er so kurz so ein ernstes Gesicht bekommen und gesagt, ernsthaft jetzt? Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass du das ernst meinst. Ne? Ich dachte, du verarschst mich. Dann habe ich halt auch gelacht, aber habe gesagt, ja klar, mache ich das ernst. Dann hat er wieder losgelacht und dann ist es ihm langsam so ein bisschen klar geworden. Ne? Mhm. Hat dann ein sehr ernstes Gesicht bekommen und gesagt, wirklich jetzt? Habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann auch noch Mans Physik. Dann hat er erstmal, was? Nein, kein Mans Physik, keine Badehosenklasse und schon gar nicht natural. Und beim nächsten, das hat dann so ein bisschen in dir gereift. Mhm. Und beim nächsten Mal haben wir uns dann schon so, hast du mich nochmal angesprochen und dann war es eigentlich schon fast entschieden. Ne? Ja, wir wollten aber auch natürlich sehen, wie die Diät läuft, denn wenn ich direkt jetzt abgelaucht wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht mehr dahingestellt. Mhm. Aber die Diät, die auch ganz gut gelaufen ist, haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, dass ich jetzt in 4 Wochen inzwischen nur noch auf die GNBF mich hinstelle und dann im Rebound legen wir los. Genau, das ist der Fokus. Das heißt, wir hatten eine Unterbrechung, die war krass, fast 4 Wochen, weil du richtig krank warst. Ja, ich hab's richtig erwischt. Ja, das war scheiße. Da haben wir viel Zeit verloren, aber wir sind ganz gut wieder im Zeitplan. Dein Posing läuft gut. Das ist eine Sache, wo, also ich muss halt immer wieder sagen, was mich dazu bestärkt, das Ganze zu machen. Die Art und Weise, wie sich Benedikt die ganze Zeit benimmt, ist es halt für mich. Weil ab dem Moment, ab dem für ihn klar war, wir machen den GNBF-Wettkampf Mans Physik, hat er von selbst angefangen, sich die Haare wachsen zu lassen. Der kommt dann immer selbst mit irgendwelchen Dingern so, ich lasse mir jetzt die Haare wachsen. Ja, ich mache jetzt so, weil dann kommt das besser. Ich habe ihm eine Posing-Routine mitgegeben. Er übt und übt und übt so krass und man sieht jede Woche Fortschritte. Das heißt, wenn er was macht, macht er es richtig. Ja. Geht sich jetzt bräunen, damit er schon mal so ein bisschen Farbe drauf hat. Bist ein anderer Mensch. Ja, das höre ich wirklich oft. Ja. Man muss sich nochmal bitte die Vlogs angucken von unseren Wettkämpfen. Da war er auch dabei, er hat auch genau das gleiche T-Shirt immer an. Und es ist genau er, nur ist ein komplett anderer Mensch. Man sieht das jetzt wirklich. Und dahingehend bin ich halt wirklich jetzt so weit, dass ich auch sage, unsere Methode ist eine Wettkampfdiät. Wir wollen so weit runter mit dem Körperfettanteil, wie es nur geht. In 4 Wochen ist Showday, da ist es sogar schon vorbei. Ja. 4 Wochen ist es seit gestern vorbei. Und danach hat Benedikt 1 Jahr und 7 Monate lang quasi Reife bewiesen, Willen bewiesen. Und er hat vor allem eine Sache bewiesen, weil das war das, wovor ich am meisten Angst hatte. Wenn jemand was mit 16 sagt, ist das schön und gut. Das kann aber schon nach 2 Monaten wieder was anderes sein. Das kann auch nach einem Jahr wieder was anderes sein. Ihr wisst, wie das ist. In dem Alter hat man halt Phasen. Und das kann immer noch so sein. Es kann immer noch eine Phase sein. Aber wenn jemand fast 2 Jahre lang so dran ist und so viel Kraft reinsteckt, so viel Ehrgeiz reinsteckt, so viel Arbeit und eben auch so viel ja, Durchhaltevermögen beweist, dann werde ich ihn als 18-Jährigen, als Heranwachsenden, werde ich ihn dahingehend ernst nehmen und werde zumindest dafür sorgen,
dass er den richtigen Weg geht. Das ist meine Aufgabe als Coach, das mache ich mit allen anderen Athleten auch. Das heißt, unser Plan ist danach, mit einer sehr kleinen Dosis Testosteron in den Rebound zu gehen. Bei Wachs hattest du mich auch überredet. Warum? Ich habe ihm auch gesagt, also ich glaube, Wachs ist einfach mehr so ein kleines Goodie für dich. Ja. Weil er wollte unbedingt Wachs nehmen. Klar, dass der Benedikt jetzt keine 8 bis 12 Einheiten mit AHGH nimmt, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das wird nicht passieren, zumindest erstmal nicht, ganz klar. Aber 4 Einheiten HGH, das habe ich schon ganz oft gesagt, kann man kontrovers nennen oder nicht, sind nicht ungesund. Im Gegenteil, die sind gesund, die sind für jeden Menschen gesund. Vor allem, wenn man sie klug einteilt. Das heißt, du hast mehr Lipolyse, mehr Regeneration, besseres Immunsystem, bessere Haut. Also es ist wirklich nur vorteilhaft. Erst ab 6, 8 Einheiten ist individuell. Je mehr der Blutzucker steigt, desto gefährlicher wird die ganze Nummer für dein System. Und bis dahin hast du eigentlich nur Vorteile. Und so haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn er das Geld unbedingt ausgeben möchte, dass er das halt macht. Im 4-Einheiten-Kreis. Mhm. Das heißt, einmal vom Training, einmal vom Cardio. Und so kann er dann ein bisschen aufbauen. Was ich dir noch nicht gesagt habe, ist, wir werden es nicht gleichzeitig machen, weil du durch den Rebound schon mal Wasser ziehst, auch mit dem Testosteron. Und HGH am Anfang, wenn man es nimmt, meistens auch ja, bei Kleinen, zieht auch erstmal Wasser. Das heißt, wir werden dich erstmal so ein bisschen wachsen lassen und dann kannst du es mit dazu nehmen. Okay. Ja, das ist so der Status. Gut. In dem Sinne wollten wir euch die Story einfach mal erzählen, weil hier sitzt ein 18-Jähriger neben mir, der mit 16 Jahren Steroide nehmen wollte. Man sollte meinen, ich bin die richtige Adresse dafür. Tatsache ist das nicht so. Erschreckenderweise merke ich immer wieder, dass es viele Coaches gibt, die dahingehend echt skrupellos sind. Das bedeutet, die sehen sich einen 16-Jährigen an und denken sich, ja geil, je früher, desto besser. Und dann hat man den halt irgendwie mit 24 so verheizt, dass er tot umfällt. Und das ist halt uncool. Das heißt, es muss alles schon irgendwie seine Ordnung haben. Und ich glaube, dass Benedikt, wenn er es so macht wie jetzt, dass der beim Rebound so dermaßen geisteskrank explodieren wird. Also es wird Wahnsinn. Weil man muss auch dazu sagen, ich bin niemand, der jetzt nur so das Minimum macht, das Mike mir aufschreibt. Also ich halte mich jetzt nicht nur zum Beispiel an meinen Trainingsplan und meinen Ernährungsplan, weil ich wirklich immer mache. Aber zusätzlich zum Beispiel mache ich im Alltag viele Sachen, die jetzt, glaube ich, andere Leute nicht machen. Also neben, dass ich wirklich, also ich schlafe wirklich sehr, sehr viel. Ja, er will keine Termine Bett. Vor 11 Uhr machen, weil er hat da nicht ausgeschlafen. Ja, aber natürlich auch so zum Beispiel, ich arbeite bei Subway. Da kennt Mike auch so manche Geschichten, da ich da quasi so Cardio und zu vermeiden und nicht so viel Cortisolausschüttung zu haben, weil meinen Job nicht so gut mache oder in der Schule machen wir einen Cooper-Test. Ja, warte mal, wir haben uns bei der Subway-Story auf dem Rückweg von den Wettkämpfen haben wir uns so bepisst vor Lachen, weil der Typ uns einfach erzählt hat, ja, dass wenn dann irgendjemand kommt und er will irgendein Lebensmittel XY und Benedikt müsste jetzt dafür in den Keller gehen und was holen, dann macht er es halt einfach nicht. Weil er, das sagt er dann aber auch so trocken. Ja. Also wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig, so bestell mal was anderes. Oder wenn dann viele Kunden kommen, die sagen, komm, jetzt mach doch mal hin und dann mach ich so, ganz ruhig, keine Stressausschüttung, ich mache jetzt alles ganz langsam. Oder zum Beispiel in der Schule, wenn wir Cooper-Test machen, da muss man so 12 Minuten rumrennen, sage ich, Lehrer, gib mir einfach 0 Punkte, ich mache das nicht, ich mache Bodybuilding, ich mache jetzt keinen Scheiß-Jog hier. Ja. Du bist Teil, also das ist, er ist echt schon ein krasser Bodybuilding-Autist. Mhm. Das merkt man. Also wir haben wirklich auch die ganz trockenen Stories, wie er uns erzählt hat, so wie er den Kunden dann sagt, ich glaube ihm das auch, weil ich weiß, wie er ist. Ich weiß wirklich, wie er ist. Und wenn er dem Kunden dann ganz trocken sagt, nee, ich hole das jetzt, ich hole das jetzt nicht, das würde einfach zu lang dauern, das wäre mir jetzt ein bisschen zu mühselig, nimm mal das andere Sandwich bitte. Und der Kunde, der hat mir auch Google-Rezensionen gezeigt, die halt als Beschwerde genau das schildern. Einige sogar. Ja, da wurdest also, du auch namentlich genannt. Ja, es gibt eine Rezension, die ist wirklich so lange, da werde ich am Schluss auch noch namentlich erwähnt und so. Also das ist wirklich zum Totlachen. Ja. Also ich habe auch da, haben wir natürlich, wir haben gelacht, aber Real Talk, wir haben natürlich auch gesagt, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber ganz ehrlich, es ist halt ein Nebenjob und wenn er meint, er muss das so machen und der Job bleibt ihm bestehen, dann ist das okay. Ich glaube, die Filiale kann sich sowieso gut schätzen, ihn zu haben, weil bei dem, was hinter den Kulissen von Fastfood-Restaurants heute abläuft, da können die um jeden Mitarbeiter glücklich sein, ja, der da nicht zum Whistleblower wird. Deswegen, ich glaube, das Mindset von Benedikt ist schon hart Bodybuilding-Autist und meiner Meinung nach hat er sich das jetzt verdient nach der Zeit, wenn er den Wettkampf gut macht. Und ich denke, das wird er, weil anders kenne ich ihn nicht. Und dementsprechend, Showday wird sein der 24.03.2023 in Walsrode. Da könnt ihr Benedikt natural, testet ihn ruhig, natural auf der Bühne begutachten. Und am 25. auch nochmal bei der Deutschen Meisterschaft. Also er startet gleich zweimal, wenn dann richtig. Am 24. bei der Newcomer, am 25. bei der Deutschen. Wir sind jetzt 4 weeks out.
In 3 Wochen ist Peak Week, der Typ ist trocken und er ist gefühlt nur noch die Hälfte, er hat fast kein Gesicht mehr. Mhm. Aber er hat sich die Haare wachsen lassen, er bräunt sich, er gibt sich Mühe, er postet sehr, sehr gut, schaut euch die Videos mit ihm an. Und dementsprechend könnt ihr, glaube ich, Benedikt auf seinem weiteren Weg jetzt eine ganze Weile verfolgen. In der Herbstsaison wirst du bestimmt wieder dabei sein bei den Wettkämpfen, dann bist du schon im Rebound. Ja. Da bist du wieder mit am Start. Und ja, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr das unverantwortlich? Zerreißt ihr mich? Hasst ihr mich? Könnt ihr mich vielleicht sogar ein bisschen verstehen? Oder kennt ihr diese anderen Coaches, die ihn wahrscheinlich mit 16 sofort auf alles Mögliche an Stoff gesetzt hätten? Einfach damit sie irgendein das nächste Tier voranbringen, das dann mit 23 tot umfällt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, hier einfach offen mit der Thematik umzugehen. Es gibt viele in dem Alter, die das so denken und so machen und so wollen. Und für mich, ich rechtfertige immer mit dem Faktor emotionale Reife. Mhm. Und ich finde, das hast du mir wirklich in, abgesehen davon, dass du Stoff irgendwie schon lächerlich geil findest teilweise, ja. Das finde ich manchmal echt komisch. Das finde ich, ist noch so ein Punkt, der zeugt nicht so ganz von emotionaler Reife. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was aus dir wird. Und ich bin froh, dass ich den Weg mit dir gehen kann und ja, sonst niemand. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, verfolgt Benedikt, schreibt eure Meinung in die Kommentare und kommt doch nach Walsrode. Da werden wir alle sein. Also wenn ihr Bock habt, ja, sehen wir uns da, quatschen ein bisschen, machen Fotos. Mache ich auf jeder Meisterschaft immer mit jedem. Aber kümmere mich natürlich auch hauptsächlich um meine Athleten und begutachtet Benedikt, Jeremy und Miri, die Powerfrau auf der Bühne. Ja. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, folgt mir auch auf Instagram. Folgt mir auf TikTok, da lade ich eigentlich alles von Instagram auch hoch. Und folgt mir auf Twitch für geilen Reaction-Content. Und ansonsten Coaching-Anfragen an coachironmike.de. Ein paar Wettkampfathleten nehme ich noch an. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Achso, und folgt bodybuilding.bene. Ja. Also wenn es euch auch interessiert, wie ich halt dann im Rebound explodiere und so und wie ich on-gehe, dieser ganze Prozess, den werde ich dann auch auf Instagram relativ gut dokumentieren, so mit Stories und so. Ich hoffe. Deshalb, ja. Bis jetzt ist ja noch nichts. Ja, ja, also ich werde jetzt anfangen, so aktiver Instagram zu machen. Also wenn es euch interessiert, wie ich dann nach dem Rebound vorgehe und was wir da alles machen und auch rund um das Wettkampfgeschehen, dann folgt mir gerne auf Insta. Und jeder, der Benedikt jetzt folgt und dann sieht, dass er keinen Content macht, schreibt ihm bitte mal, Junge, wo ist Content? Okay, genauso, Junge, wo ist Content? Junge, wo ist Content? Schreibt ihm das jeden Tag. Dann ziehe ich jetzt auch Instagram richtig. Ja. Junge, wo ist Content? Hashtag Junge, wo ist Content? So, wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Zacka, boom. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.